Stevens Xenit. Genau, der Zenit des Renaults. Mit X geschrieben, ja, damit auch ja die Marke auch eindeutig ist, Xenit. Also so wird es geschrieben. Ich habe den gefragt, wir haben gerade eben eins gezeigt, da habt ihr schon gesagt, ja, das ist hier High-End und so. Und das kostet irgendwie 5.400 Euro von Stevens oder Stevens. Und hier, das Zenit kostet über 7. Und dann habe ich gefragt, wo ist denn jetzt der Unterschied? Und dann habt ihr gesagt, nee, es ist ein ganz anderes Rennrad. Genau, also es gibt einen Aero-Rahmen, eine Aero-Plattform, wo es halt wirklich um Topspeed, um minimalen Luftwiderstand geht. Das ist das Arcalis, was wir ja vorhin schon gedreht haben. Hier sind wir jetzt beim Endurance-Modell, beim Zenit, wo es halt wirklich auch darum geht, lange, ausdauernde Rennen fahren zu können, wirklich halt die 100 jedes Mal zu knacken. Das ist mit dem Rad dann halt. Das habe ich nicht verstanden. Jetzt ist ja die Form von dem Rahmen, dass hier vorne, dass das andere Rad, habt ihr es nochmal da, dass wir nochmal gucken können? Geht es mal kurz holen. Das ist ja gar nicht so viel anders. Das sieht man tatsächlich nur, wenn man die beiden nebeneinander stellt, dass das andere so ein bisschen futuristischer und so aerodynamischer ist. Also es sieht viel windschnittiger aus. Und das hier ist halt eher das Rad draußen in der Praxis für länger zu fahren und weite Strecken. Xenit ist halt ja auch so ein Top-Modell bei Stevens. Ich habe es immer noch nicht verstanden. Du siehst es jetzt. Man sieht es jetzt. Das heißt, auch die Rahmenform ist anders? Ja, also das hier ist noch mal windschnittiger, noch mal aerodynamischer. Wenn du es mal gerade daneben stellst, dass man mal die Silhouette mal, genau, einfach mal dahinter, mal im Prinzip auf den Boden mal stellst, das ist genau, ist wahrscheinlich die gleiche Rahmengröße, auch ein 56er? Auch ein 56er, also das, was man sieht. Also von der Geometrie her ist das hintere etwas höher, kann das sein? Genau, und hier siehst du, die Kanten sind auch abgeflacht hier, es ist viel schnittiger hier. Ne? Aber guck mal, das da kostet jetzt irgendwie 5 und das kostet irgendwie 7. Da würde ich doch das immer kaufen. Das ist doch viel billiger. Du hast hier halt nochmal eine noch hochwertigere Schaltgruppe. Hier ist die Dura-Ace, müsste da drauf sein. Oder so eine Ultegra DI2, also die Funk-Version davon. Ne? Also hier ist jetzt eine Shimano-Schaltgruppe drauf und hier ist eine SRAM, oder? Ja. Da ist eine SRAM drauf. Okay, wenn du mal so lieb bist, stell es mal ruhig mal gegen die Wand. Also die kamen nämlich beide heute gerade eben oder in den Ständer rein. Und dann gucken wir uns das erstmal an. Da haben wir übrigens auch ein extra Video zugedreht. Ich bin ja der totale Rennrad. Nee, ich habe überhaupt keine Ahnung von Rennrädern. Das liegt daran, ich bin einmal auf eins draufgestiegen, dann bin ich auf eine Landstraße gefahren und habe gesagt, oh, ist der Bock steif. Das macht ja gar keinen Spaß, da kriegst du ja alles mit und so weiter von der Straße. Ja. So ein bisschen wie ein Porsche 911 RS4, oder? Perfekt erklärt. Es ist quasi so, du merkst jeden Untergrund, wenn der Asphalt grober wird, also wenn es grobporiger wird, dann merkst du das direkt im Fahrverhalten, weil wenn du dann einmal irgendwie in die Tasche greifst für irgendwie die Trinkflasche, kannst du dann direkt schon den Lenker verlieren. Weil hier hast du zwar schon die Möglichkeit, 32 mm Reifen drauf zu machen, bei dem bis zu 30, aber es ist halt trotzdem noch so dünn und da du da halt mit 7, 8 Bar fährst, merkst du natürlich jede Erschütterung. Mit 8 Bar, das heißt, du brauchst erst eine Pumpe, die das kann, oder? Ja gut, wir haben unsere Standpumpen hier, die wir da haben von Top Peak. Oder die so. Können 8 Bar? Die kann das, da pumpst du zweimal rein, dreimal, dann hat die das, ja. Wenn du da aber jetzt ein Mikrogramm Luft verlierst, hat er nur 7 Bar, oder? Ja, das kann schon gehen. Das geht relativ schnell. Ich persönlich will es nicht mit 8 Bar fahren. Ich bin da ein bisschen zu bequem. Also alles überhalb von 6, da reicht es mir dann schon. Das ist natürlich auch immer eine Gewichtsfrage und ja, wie du halt wirklich dann im Endeffekt damit fährst. Aber natürlich, je mehr Druck du reingibst, desto besser rollt die ganze Geschichte. Aber so härter wird es halt auch. Ne? So, das Gewicht ist nochmal leichter wie das andere? Es ist tatsächlich nochmal leichter und das hat auch viel mit der teuren Bremsschaltgruppe zu tun. Wir sind halt bei ganz knapp über 7 Kilo. 7 Kilo. Also knapp über 7. Ohne Pedale wird das ja mal gemessen. Genau, ohne Pedale. Wenn du da jetzt natürlich die schweren Geräte dran packst, dann kannst du noch mal oben gehen. Aber im Schnitt sind wir fahrfertig, so irgendwo bei 7,5 wahrscheinlich. Mhm. Spätestens fertig. So, tolle Speichen, die liebe ich. Die kriegt man nämlich überall. Ja, die Messerspeichen von DT Swiss, die bekommst du jetzt wirklich überall. Aber so generell ist es natürlich so, die normalen runden Gewalzen, die bekommst du wirklich überall. Messerspeichen, da musst du schon einen Fachhandel haben. Das ist ein Fachhandel. Am besten welche mitnehmen. Die Leute, die sowas fahren, können die auch meistens ein bisschen schrauben? Ja, doch schon. Also zumindest so die grundlegenden Geschichten von ihrem Rad kennen die dann schon, weil hier sind wir schon im Expertenbereich. Also da geht es jetzt nicht unbedingt darum, dass man ein Laufrad einspeichen kann, sondern einfach mal so Bremsbeläge wechseln oder vielleicht mal Schaltung nachstellen, so Geschichten. Das kann man dann in der Regel schon ein bisschen. Ja, ein paar Sachen sind anders. Also was mir auffällt, die Verstellung zum Beispiel hier vom Sattel, die ist jetzt hinten, die war bei dem anderen oben.
das ist ein komplett anderer Rahmen. Das heißt also, ist der Rahmen jetzt neuer oder ist der jetzt älter? Was ist jetzt, oder gibt es da keine richtige Antwort? Da gibt es keine richtige Antwort. Beide Modelle gibt es in unterschiedlichen Varianten schon längere Zeit, aber an dem Rahmen wird jedes Jahr gearbeitet. Und wir haben jetzt halt gerade den Modellwechsel auf 24 und die 24er Modelle sind 100 Gramm leichter. Das klingt erstmal profan wenig, aber wenn der Rahmen insgesamt nur 1026 Gramm hat, dann sind 100 Gramm natürlich extrem viel. 10%? Nee, stimmt nicht. Es sind 9, irgendwas. Ja, jetzt kommen wir ja auch von ein bisschen weiter oben, also ein bisschen weniger ist dann schon, aber so 7%. Magst du mal mit einem Finger, gerade eben hat Lucien sich fast einen Finger abgebrochen, aber das ging. Und das war einmal kurz sehen. Also das ist das Fahrrad. Und genau, du gehst hin, nivellierst. Und wenn du es mal ausstreckst, bitte, kannst du mal machen, einen Arm mal ausstrecken. Das nur fürs Startbild, dass man sieht, also hier ist kein doppelter Boden. Du hältst es auch nicht groß, es geht nur darum, dass der Lenker nicht abkippt. Und es ist sehr leicht, du darfst es nochmal runter machen. Ist es so leicht, dass man, du musst es mal erklären, wenn man noch nie Rennrad gefahren ist, habt ihr viele Anfänger, die steigen aufs Rennrad drauf, so ein 7-Kilo-Bock, den spürst du nicht, damit kann man einen Berg relativ easy hochfahren. Es ist unbeschreiblich am Anfang, wenn man das nicht so gewohnt ist, weil du denkst, oh, jetzt kommt da so ein Berg, der ist steil, der zieht sich lang. Aber weil du halt dann reintrittst, kommst du dann auf einmal doch auf 15, 20 Sachen und kannst den Berg da hochfliegen. Wo du so denkst, ach, so machen die das alle im Fernsehen. Also was normalerweise nur mit dem Motor geht, kannst du mit dem Lenkrad und ein bisschen Kondition auch so hinkriegen, auch steile Berge. Genau, weil du halt direkt, weil du rutschst auch nicht so rum am Asphalt, fährst straight hoch und auch nicht mit irgendwie 5 Sachen oder so, wie bei einem Fully, sondern schon so 10, 12, 15 Sachen. Und dann ist das schon, berghoch zu fahren, schon ein Erlebnis. Am coolsten ist natürlich bergrunter. Da hast du dann natürlich Geschwindigkeiten von schnell 70, 80 Sachen drauf. Also ich kenne nur so Rennradfahrer, die einem tierisch hinterherbrüllen, wenn man sich nicht nett verhalten hat als Autofahrer oder mit 5 Zentimeter darf man eh nicht mehr. Das sind nicht irgendwelche hochverrückten Leute, die irgendwie nichts anderes zu tun haben als irgendjemand. Das ist ein richtiger Sport, oder? Das ist ein richtiger Sport und ich kann es auch verstehen, wenn man da mal sauer ist. Weil wenn du da durch den Wind fährst und dann überholt dich jemand sehr dicht und du hast da quasi einen Strömungsabriss, da musst du schon mal gegenhalten, damit du noch in der Spur bleibst. Gut, wenn ich ja mit 90 vorbeifahre, höre ich den ja nicht mehr, wie er schreit. Ja, das hörst du nicht mehr. Siehst du noch im Rückspiegel in den Kram fahren. Also man sollte schon Abstand halten. Da gibt es ja mittlerweile eine Regel. Ich glaube, einen Meter oder sogar noch ein bisschen mehr muss man jetzt einhalten. Man sollte aber auch diese Rennradfahrer sehr ernst nehmen. Denn das Ganze, es gibt jetzt eine neue Doku, hast du gesehen, auf Netflix mit Jan Ullrich, hast du geguckt? Ja, das ist Prime, aber. Prime. Der Gejagte, ja. Der Gejagte, ja. Der hast du gesehen und? Wie ist deine Meinung? Es ist heftig, was da teilweise, man muss halt viel verarbeiten, ne? Ist viel passiert dort, ne, in der Zeit, ne? Wo jetzt gut, noch in die Der Spiegel hat geschrieben, er wird sich da jetzt wuhlen in der Opferrolle. Ganz fertig habe ich es noch nicht geguckt. Es war schon eine harte Sache. Ich bin nur nicht fertig durch damit, aber die ersten paar Folgen waren schon hartes Brot. Also auch mit dem Vater und so, was da ablief. Ja, das war. Ja, du bist ja jetzt auch Profi. Das heißt, du nimmst was immer gerne, damit du die Leistung erhöhst. Bluttausch machst du? Ich hau mir immer gut Riegel rein, aber das sind normale so Kohlenhydrate-Riegel und was zu trinken. Also momentan, also so leistungsmäßig machen wir jetzt nichts mehr. Wir machen eher Fahrradhändler sein. Jetzt klär mich doch mal auf, die Rennradfahrer sind ja teilweise Stunden unterwegs, also auf dem Teil. Das heißt, die treten ja immer mit eigener Kraft. Die hauen sich ganz viel rein. Natürlich so Riegel, dann halt diese Zuckerpacks, wo halt Salz. Kohlenhydrate, die essen das, was ich nicht essen darf abends am Fernseher. Ich habe mir mal so ein Ding reingezogen und das kannst du kaum runterkriegen, weil das ist nur eine Zucker-Salzpaste. Da ist so viel Zeugs drin, Elektrolyte, Zucker, Salz und, ne? Und da musst du schon was trinken, weil das eine richtige Pampe ist, die richtig konzentriert ist. Krass, also du musst laufend was zu dir nehmen. Das merkst du auch richtig, oder? Das heißt, die Energie geht direkt in die Muskeln quasi. Und bevor du so einen Hunger hast bekommst, ne, wo du dann auf einmal auf einen Schlag dann in so ein Loch fällst, musst du halt immer reingeben, ne? Weil so, was haben wir jetzt gesagt? Rahmen ist natürlich komplett aus Carbon. Der Vorbau ist aus Carbon, frag mal, auch, oder? Kannst du dir konfigurieren. In der Variante haben wir jetzt Alu, Leichtbau-Aluminium. Aber du kannst dir halt bei dem Custom-Bike die komplette Lenkereinheit so konfigurieren, wie du sie haben möchtest. Aber hier vorne die Gabel ist aus Carbon. Ja, klar. Das kann man sagen. Dann die Bremsanlage hast du betont, die ist von dem anderen. Jetzt muss ich mal gerade gucken, ist das auch eine, was haben wir da für eine Bremsanlage drauf bei dem? Ist komplett Ultegra, ja. Ja, bei dem? Achso, bei dem.
Das ist SRAM. Das ist SRAM. Das heißt, da haben wir einmal komplett SRAM-Ausstattung, genau. Und hier haben wir komplett Shimano. Genau, hier komplett Ultegra, hier komplett SRAM Rival. Nicht miteinander vergleichbar. Bei SRAM würdest du da schon so langsam Richtung Red unterwegs sein. Und da wird es nochmal deutlich teurer, als wir hier sind. Also der Preis setzt sich auch viel durch die Komponenten. Das ist auch, ich glaube, so eine Geschmackssache. Der eine ist schon immer Shimano gefahren, der wird niemals SRAM fahren und der andere ist immer SRAM gefahren. Jetzt fehlt nur noch, dass die einen den anderen übernehmen und dann wird es schwer. Dann wird es richtig schwer, aber ich glaube, dazu kommt es nicht mehr. Da hat SRAM zu viel Boden gut gemacht in der letzten Zeit. Ja, DT Swiss, wir haben eben noch so ein bisschen gewitzelt, weil drüben ja eine andere Felge montiert ist, auch aus Carbon. Aber hier geben die sich nicht so viel, die beiden? Ja, geben sich ehrlicherweise nicht so viel. Ist auch wieder eine Glaubensfrage. Also vorhin hatten wir Zip-Laufräder, gehört ja auch so ein bisschen zu SRAM. Hier haben wir dann ein bisschen das Gegenkonzept mit den DT Swiss. Hier auch sehr, sehr hochwertig, ultra leicht. Also ehrlicherweise sind sie gleiche Liga. Ja, der Schwalbe, der drauf ist, Pro One, guter Reifen? Ist ein guter Reifen. Ich bin ein kleines bisschen mehr bei Condi im Road-Bereich, aber allein schon von der Optik muss ich zugeben, da würde ich mich mit dem abfinden. So, mal bitte drehen, dass man das mal sieht. Ich muss das Preisschild einmal abfilmen, dass wir einmal kurz die Daten haben vom Fahrrad. Nee, von den, genau, das geht so natürlich auch. So komme ich ein bisschen bei. So, passt, bitte mal stillhalten. Prima, vielen Dank. Könnt ihr ein Stammbild übrigens machen? Wenn ihr mal Lust habt, müsst ihr den Kopf ein bisschen zerdrehen, damit ich weiß. Genau, zeig mal bitte. Also, was man alles so damit machen kann, das ist wie im Zirkus. Du kannst es auch theoretisch mit einer Hand kannst es heben, oder? Also mit einer Hand sowieso, oder? Das heißt, also, wenn du jetzt hier so eine Hand in der Hand nimmst, das Ding ist so leicht, dass du es eigentlich kaum im Alltag spürst. 7 Kilo, was wiegt 7 Kilo zum Beispiel im Alltag? Ja, ein Sack Kartoffeln mit ein bisschen Gemüse dazu, keine Ahnung. Also. Liegt 7 Kilo, aber so, da das ja verteilt ist auf eine große Fläche, das kannst du wirklich auch schultern theoretisch und könntest, wenn du irgendwie nicht weiterkommst, auch mal 5 Kilometer tragen. Das würdest du hier easy schaffen, ja, also das ist wirklich sehr, sehr leicht. Und das spürst du auch, wenn du es fährst, also dass du da kaum Gewicht unter dir hast. Natürlich ist jeder Windstoß umso heftiger. Ist das so? Das heißt, du hast weniger Gewicht und dann... Ja, du merkst schon, dass da so ein bisschen weniger unter dir drunter ist, wie wenn du jetzt mit einem schweren Mountainbike unterwegs bist. Ne? So, die Schaltung. Wir haben eben mal erklärt, wie man die schaltet. Ist es hier genauso, dass du vorne das Ritzel mit Drücken von beiden, oder ist es hier anders? Hier sind wir ein bisschen anders unterwegs. Also wir haben ja das DI2-System von Shimano. Elektrisch. Genau, und du siehst, vorne habe ich 2 Hebel hier. Mhm. Also hier schalte ich schwerer, hier schalte ich leichter. Und es ist halt auch so, dass ich für den Umwerfer vorne das gleiche Prinzip nochmal auf der anderen Seite dann eben habe, um dann eben das vordere Kettenblatt. Warte, genau, wenn du mal schaltest, dann zeige ich mal, wie sich das bewegt. Ist ja süß. So. Das Ganze auch wieder wie bei dem Akalis ist konfigurierbar. Hier jetzt nicht 4 Farben, sondern 3 Farben. Etwas steiler bitte halten, das Handy. Genau, genau. Das so super. Industrial Rust, was ja sehr gut ankommt, das sieht man immer, also das sieht aus wie so eine Holzoptik. Ne? So in Industrial Rust, ja. Wer konnte denn auch so Namen? Das ist ja schlimmer wie bei der Bild-Zeitung. Ich glaube, das ist die Designerin von Stevens, die macht das. Wie heißt es? In Industrial Rust? Rust. Ja, industrielles Rost soll das sein, aber es sieht eher aus wie Holz. Ne? Dann gibt es das noch in so Cara White, das ist dann so das klassische Schwarz-Weiß. Das sieht dann hier so aus. Ne? Ich weiß nicht, ob das. Warte, ich zeig mal. Genau. Das ist, also gibt es im Weiß. Also man kann nicht nur das konfigurieren, du kannst alles konfigurieren. Du kannst die Bremse, es geht los bei 3,3 oder was? Genau, 3,399. Mit dem Carbonrahmen? Mit dem Carbonrahmen. Und wenn du halt nur das Rahmenkit haben willst, kriegst du 2,499, also 2,5. Aber was heißt nur das Rahmenkit ohne Räder? Oder? Nur der Rahmen mit der Gabel. Rahmen und Gabel. Und der Rest, da ist keine Schaltung drauf, nichts? Nö. Nö. Brauchen wir ja nicht. Also, aber warum, das hat vielleicht jemand noch, oder wie? Genau, also sehr viele Rennradfahrer fahren ja nicht ihr Leben lang das gleiche Rad. Irgendwann muss man ein Update vom Rahmen her. Und wenn man dann halt sehr hochwertige Komponenten sowieso fährt, warum nicht weiter benutzen? Sind die kompatibel von den Aufnahmen? Ist es immer die gleiche Aufnahme, oder? Es ist nicht immer exakt die gleiche Aufnahme. Gerade beim Hinterrad musst du dann halt schon mal gucken, dass du da den passenden Freilauf drauf hast. Bei SRAM kann man den auch mal noch umstecken, aber bei Shimano muss dann schon das passende Laufrad eigentlich her. Ja, man kann ja das Drehmoment messen. Ist das hier schon vorgesehen? Du hast hier schon einen Powermeter mit dran, ja. Wo denn? Zeig mal. Linken Seite. Da, du hast es eben nämlich kurz gezeigt. Das ist so ein spezielles Material, das bei Biegung eine elektrische Spannung überträgt. Bei Bluetooth, ist das korrekt? Ich sag mal ja. Ja,
sehr schön, würde ich sagen. Und das kann man anschließend ausmessen. Man kann es auch live sehen, glaube ich. Du kannst sehen, wie viel habe ich reingetreten. Dann kann man in Verbindung mit einer App natürlich sehen, wo bin ich gerade, was bin ich gefahren, welche und so weiter. Genau, was du an Watt reintrittst, was für eine Umdrehung pro Minute. Bei dem hier wird das jetzt von links auf rechts halt hoch abstrahiert, hochskaliert. Und im Endeffekt siehst du halt, was du für eine Leistung reintrittst. Und das wollen ja alle wissen, wie viel Watt kann ich noch leisten. Ne? Finde ich cool. Ja, das ist natürlich bei Stromausfall wichtig, wenn die Frau sagt, hier komm, da ist der Dynamo, dreht mal. Gibt es so, kann ich das Rad einspannen jetzt im Winter, dass ich vor irgendwas fahre? Wie meinst du mit einspannen? Ja, dass ich das als Hometrainer verwenden kann. Ja klar, du kannst da diese Boxen, die es so hinten so gibt, ne, dir dann holen. Und dann hängst du das entweder hier rein oder machst das Hinterrad raus. Hast du ein Bild gerade mal auf dem Handy, dass man sich das vorstellen kann? Dass man irgendeiner aufrufst? Wir können uns ja derweil mal unterhalten. Wenn ich das bei euch kaufe, was ist denn alles im Preis mit drin an Service? Bekomme ich das in der Box übergeben, so wie es vom Händler kommt? Oder baut ihr schon mal auf? Nee, es ist dann schon aufgebaut und ehrlicherweise auch Probe gefahren. Wir halten es nicht aus, die Teile nur anzuschauen. Wir müssen dann schon mal Funktionstest auf der Straße kurz machen. Ja, Pros, also richtige Rennrad-Profis ja. In der Werkstatt. Und die freuen sich immer, wenn sie sowas auspacken, oder? Genau, da musst du schon mal sagen, dran denken, nicht mehr als ein paar hundert Meter fahren ist ein neues Rad, weil da glänzt. Also die sind noch dran, die Noppen, wenn ich das kaufe, oder? Ja, die sind noch dran. So, und das heißt, ihr fahrt dann noch mal 2-3 Kilometer mit, prüft das mal aus, aber ein paar hundert Meter, um mal zu gucken, ist die Schaltung perfekt eingestellt. Aber das hier ist ja schon richtig, richtig toll. Wir haben eine elektrische Schaltung. Was sind die Pros? Ja, du hast halt ein sehr direktes Schaltverhalten. Du hast keine Züge, die irgendwo noch hinlaufen, sich lenken können. Also im Rennradbereich, muss man ehrlich sagen, mittlerweile ist eigentlich elektrische Schaltung schon der Standard. Ist aber hier kein Funk. Das hier ist noch ein Kabel, oder? Ja, das ist kabelgebunden. Du hast halt den Akku, hast ein Sitzrohr. Der muss dann auch hin und wieder mal geladen werden. Da kommt man aber leicht dran. Das heißt also, aber ich habe ja hydraulische Bremsen, wie man sieht hier bei dem 7.000 € Modell, hast du gar keine Züge mehr, die du siehst. Genau, es ist halt komplett integriert, läuft innen durch, sehr schick, wie ich finde. Ist natürlich wie die Werkstatt immer so ein bisschen aufwendiger, musst du eigentlich immer die Gabel rausnehmen, wenn du was machst. Aber es gibt ja kaum was zu machen. Also ich sag mal so, du kommst ja wahrscheinlich, ach so, du musst ja ab und zu in die Bremsflüssigkeit wechseln und dann muss man doch ran. Sag mal, das Ausgleichsgefäß, wo ist das eigentlich? Das sitzt unterm Griff, also unter dem Griffgummi hier. Echt? Ja. Boah, ist das cool. Du siehst nix? Kein Zug, nix? Nee, da siehst du tatsächlich gar nichts. Das ist ja krass, guck mal hier, du siehst echt nichts, ja, da ist nichts da. Und hier vorne, da sind noch zwei hässliche, wobei, da könnte ich auch noch mit leben, ja. Das ist, also das, guckt euch das Video an, ich glaube, da habe ich das andere noch nicht gesehen. Ich habe ja schon, muss ich sagen, bei einem anderen Hersteller, MyVelo, ich kann es ja ruhig sagen, zwei, ich sag mal, Profi-Rennradfahrer bauen eigene Bikes und die haben mir das mal erklärt, dass es zwei verschiedene gibt. Also diese schnellen Bikes hier vorne, die vorne also ganz schnittig sind und dann die für das Dauerfahren. Aber die haben mir dann am Schluss, weil die ja selber Rennen fahren, fingen die auf einmal an, da loszulegen mit Gramm und Milli und so weiter. Habt ihr auch Anfänger, die sich sowas kaufen schon mal, so ein tolles Rad? Beim Xenit tatsächlich schon. Also ich bin ja auch absoluter Anfänger, was Rennrad angeht. Und das Xenit mit einer 105 Di2, das hat es mir auch angetan. Da bin ich preislich auch in einem Bereich, wo ich sage, okay, so 4,5, das ist so ein Bereich. Ist ja auch ein Sportwerkzeug. Das muss man eher vergleichen mit ein paar guten Ski oder einem guten Fallschirm oder ich sag mal Gleitschirm, den ich fliege. Und da bin ich auch schon mal bei 6.000-8.000 €. Also da darf man denn nicht kommen. Du hast was gefunden? Ja. Eine Rolle? Einmal von der Firma Elite. Ne? Also mit denen haben wir nichts zu tun, aber ich zeig's mal trotzdem. Ja, hängt man das etwas steiler bitte nochmal. So genau. Wo rein. Oben, unten? Ja, ist egal. Also unten kannst du das halt reinhängen. Oder halt von der bekannteren Marke. Das sieht dann so aus, wenn du zum Beispiel beim Mountainbike dann fährst. Ne? Ne? Wie krass. Das heißt, du hast hinten gar kein Rad mehr drin, oder? Genau, und dann fährst du vorne mit einem Fernseher oder einem Laptop irgendwas an und dann fährst du durch die Route digital im Trockenen. Dann gibt es von Wahoo noch was, die sind ja momentan auch sehr irgendwie im Trend mit diesen ganzen Bändern, ne, mit diesen Fitnesssachen. Und dann kannst du das Rad hier hinten, siehst du es, so einspannen, ne? Guck da. Siehst du die Kassette hier? Und dann kannst du da im warmen Trause fahren. So. Wahoo Kicker Move. Habe ich gesehen, gibt es als ganzes Fahrrad sogar. Also kriegst du ein Fahrrad damit dabei. Ja, das sind diese, da hier siehst du es nochmal im Kompletten, ne, mit dem Rennrad. Ja, das sind, dann ist das wie beim Spinning halt, ne, so ein bisschen. Ne? Nur halt, dass du das hier noch so ein bisschen auch fahren kannst. Halt machen kannst. Machst dann einen Monitor am Fernsehen, trinkst dann deine Orangensaftschorle und fährst dann.
Also ich habe aus dem Schrott so ein ganz weißes Kettler habe ich mir geholt. Du kannst auch Rollen einfach nur drunter legen. Du brauchst dir jetzt nicht für 300 bis 1000 Euro so ein Ding holen. Du kannst auch unten drunter einfach Rollen legen, dann dreht sich's und dann hast du die Daten halt nicht. Aber okay, also das werden die Profis aber wissen. Also ich will nur sagen, das ist ein praktisch eigenes Hobby, genau der Antichrist zum Downhill-Mountainbike, oder? Ja, du hast es gut formuliert. Also Downhill-Mountainbike, da fährst du ja nicht hoch, da fährst du nur runter, also, fährst mit dem Lift hoch. Wir haben ja auch auf der Radreise da in Lanzarote ein bisschen so uns unterhalten und es gibt schon ein paar Mountainbiker, die benutzen das Rennrad-Medium als Konditionsbringer. Okay, das heißt, die fahren Mountainbike und haben das Rennrad, ihr übrigens auch. Also das ist bei euch, ihr fahrt ja viel Mountainbike und fahrt den gerne mal Kondition beim Rennrad. Genau, Rennrad oder eben Gravel, weil Gravel kannst du noch ein bisschen abseits fahren, ist natürlich ein bisschen mehr unser Metier, aber spätestens einmal im Jahr mit Stevens muss Rennrad gefahren werden. Was kann man denn so runterreisen an einem Tag, wenn ihr jetzt seid, zum Beispiel jetzt da unten in Lanzarote, was hat ihr so gefahren, 80 Kilometer? Ja, das ist tatsächlich so unsere Zahl. Sehr viele fahren da schon in einer Gruppe mit, die weit über 100 auch mal fahren. Aber du könntest von Trier nach Koblenz fahren an einem Tag, ohne Akku. Ja, musst halt immer so ein bisschen gucken, dass das Straßennetz passt. Das hast du auf Lanzarote nicht, ne? Da kannst du auf jeder Straße eigentlich fahren, gibt es keine Autobahn. Bei uns muss man immer ein bisschen aufpassen. Ja, tolle Fahrradhändler aus Kaiserslautern, auf der linken Seite Tobi, auf der rechten Seite Lucia. Beide sind von Konrad. Ja, genau, drehe ich mal um. So, Stevens Fahrräder gibt es natürlich auf der ganzen Welt, bei Tausenden von Händlern kann man alle sehr empfehlen. Aber ich bin immer so ein Freund, wenn ihr schon mit uns zusammen die Videos dreht, dann darf man auch mal sagen, wo wir drehen, oder? Ja, sehr nett, sehr nett. Da sind wir Zenit. Und ja, ihr seid begeisterter Partner von Stevens. Viele denken, das wäre eine englische Firma. Nein, es sind eine alteingesessene Hamburger Firma, steht auch hinten drauf. Genau, also die Gründer haben sich damals gedacht, 94, wir brauchen ja einen knackigen Namen, der ein bisschen englisch klingt. Da haben sie sich so ein bisschen ein paar rausgeschrieben. Stevens ist es dann geworden und ja, also von Hartbikes hat halt irgendwie ein bisschen sperrig geklungen. Gut, also gut, dass sie nicht den Namen zum Beispiel Microsoft genommen hätten, ja, dann hätte der Bill nämlich nichts mehr gehabt. Genau. Tschüss.